Ja, Herr Timmermans, Sie werden es nicht wissen, aber ich bin ja Menschenfreund und ich gebe gerne auch mal gratis Wahltipps. Ja, und ich glaube, ich habe Ihre Umfrageergebnisse heute gesehen. Wir stehen ja bei 22% gerade in Deutschland, Sie bei um die 6 sowas. Da gebe ich Ihnen gerne meinen Tipp und wir reden jetzt gerade darüber, welche Probleme der Grünen, die in seiner Umsetzung jetzt gerade haben könnte. Und der Kollege Lopez hat gerade auch fabuliert, dass es an uns Rechten liegen würde, die hier gerade Probleme verursachen bei der Umsetzung des Green Deals. Und nein, das ist es eben nicht. Es ist die Lebenswirklichkeit. Meine Damen und Herren, uns ist hier ein Programm versprochen worden aus rosaroten Träumen abends. Und aufgewacht sind die Menschen morgens in der Hölle. In der Hölle der Inflation, der Planwirtschaft, der Unfreiheit, der Preissteigerungen. Und nun heute auch mit weiteren Reduzierungen der landwirtschaftlichen Anbauflächen, was zu weiterer Inflation natürlich im Lebensmittelbereich führen wird. Meine Damen und Herren, wir müssen uns diesen Realitäten stellen. Es ist Zeit, den Green Deal insgesamt in Frage zu stellen. Lassen Sie ab davon und kommen Sie wieder auf hohe Prozente. Ich will Ihnen ja nur helfen. Dankeschön.